Du bist Inhaber eines Unternehmens und überlegst jetzt aufgrund der Zeit oder aufgrund anderer Ziele, die jetzt noch vor dir liegen, dein Unternehmen zu verkaufen, sprich das Unternehmen vorzubereiten und einen Nachfolger zu suchen, entweder innerhalb deiner Firma oder deiner Familie oder einen externen Käufer. Nun, da bist du heute hier richtig bei dem Nachfolgeprozess bei einer Betriebsübernahme. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des SIX Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir begleiten nicht nur Unternehmen beim Start oder bei den Wachstumsphasen, sondern schließlich auch bei der Betriebsübernahme, sei es auf Übergeberseite, so wie heute das Thema ist, oder auch auf Übernehmerseite. Und über 1 Million Unternehmen sind so pro 10 Jahren, kann man sagen, bereit zum Verkauf. Und nicht alle bereiten sich gut darauf vor, sodass viele Unternehmen auch schließen müssen, mangels Nachfolger. Und da bist du heute eingeladen, dich heute schon vorzubereiten, egal ob du 40 oder auch vielleicht 50 Jahre alt bist. Man sagt so ab 48 Jahre, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Der Nachfolgeprozess ist in 3 Schritte aufgeteilt, die ich jetzt im Anschluss gleich ganz genau erklären werde. Der erste ist die Vorbereitung, zweite Durchführung und das dritte, da geht es tatsächlich um die Übergabe und deinen Ausstieg. Aber hier sei schon dir gesagt, achte auch auf den 4. Prozess, der viel wichtiger ist, als du dir denkst, nämlich welchen Plan hast du für die Zeit danach. Es gibt leider viele Unternehmer, die dich loslassen können, die dann immer wieder doch in das Unternehmen können und dann den Kindern dabei im Weg stehen, erfolgreich die eigene Position im Unternehmen aufzubauen und die Übergabe abzuschließen. Deshalb das Wichtigste ist für dich jetzt heute schon, was machst du an dem Tag und die Jahre bis zu deinem Lebensende danach, wenn du dein Unternehmen erfolgreich verkauft hast. Unterschätzt das Thema nicht, sondern such dir hier einen guten Coach und mach dir einen guten Plan, der dich noch mehr motiviert, als nur im Unternehmen zu bleiben. Beim ersten Schritt geht es darum, dass du die Ziele setzt. Also wann möchtest du das Unternehmen übergeben haben, das Geld haben und schließlich dann in den Nachfolgeplan für dich selbst eintreten. Du brauchst natürlich dazu ein Team von Experten. Niemand kann alles gut und es ist auch ganz gut, wenn du einen Verhandlungsführer beispielsweise hast, der dich dabei unterstützt, auch den richtigen Nachfolger zu suchen oder Käufer zu suchen. Also ein Steuerberater macht auf jeden Fall Sinn, dein Unternehmen vorzubereiten, genauso wie ein Rechtsanwalt, der dich bei den vertraglichen Aspekten unterstützt und schließlich ein Unternehmensberater, der entweder den Nachfolger sucht oder für dich den gesamten Prozess der Verhandlung führt. Dann ist es entscheidend, dass dein Unternehmen auch bewertet wird und hier ist es wichtig, dass das Unternehmen auch optimiert wird, dass also Schwiegermutter angestellt, die nicht arbeitet, als Beispiel übertrieben, dass rausgenommen wird, dass also alle Dinge, die deine Gewinne schmälern, dass die rausgenommen werden, denn der Unternehmenswert wird zuletzt auch an den Erträgen, Ergebnissen der letzten 3, 4 Wirtschaftsjahre bemessen. Das heißt, wenn du in 3 oder 4 oder 5 Jahren verkaufen möchtest, hast du jetzt heute die Chance, deinen Unternehmenswert zu optimieren, zu maximieren und damit auch den besten Verkaufspreis zu erzielen. Nun, und zu guter Letzt brauchst du dann auch ein Exposé, denn diese Exposés, die kannst du dann einstellen, entweder regional bei den Kammern oder bei den Agenturen, die entsprechende Dienstleistungen anbieten zum Verkauf deines Unternehmens oder und Nextchange, also Online-Börsen, die bundesweit dann dein Angebot ausschreiben. Beim zweiten Schritt geht es darum, den Nachfolger zu suchen, extern, intern, auf welchem Weg auch immer, vielleicht durch eine Agentur oder dem Unternehmensberater oder bei Mitbewerbern, die dein Unternehmen übernehmen wollen. Dann ist die Frage sofort natürlich, welches Übergabemodell ist dann für dein Unternehmen, für deinen Prozess, deinen Nachfolger das Richtige und wie wird dann auch der Preis festgelegt? Das eine ist die Wertermittlung des Unternehmens und das andere ist dann die Verhandlung des Kaufpreises. Und hier brauchst du auf jeden Fall einen Verhandlungsführer, wenn du möglichst hoch deinen Preis dann auch erzielen willst. Als nächstes wird das Ganze festgehalten in einem Letter of Intent, einer Absichtserklärung. Und wenn das dann fertig ist, inklusive Geheimhaltungserklärung, nun, dann wird dein Käufer, dein Nachfolger, dann eine Tiefenprüfung durchführen, die sogenannte Due Diligence. Er wird alle Verträge, die letzten Steuererklärungen, Jahresabschlüsse genauso angucken wie den Maschinen und dein Warenlager, alle Rohstoffe und hier auch erstmals möglicherweise in Kontakt treten mit den Mitarbeitern. Und als letzten Punkt geht es dann darum, das macht ein Rechtsanwalt, das Ganze in ein Vertragswerk zu gießen. Und sicherlich ist das aufwendig für dich, aber auf der anderen Seite, wenn du das Vertragswerk selbst gestaltest, nun, dann kannst du das auch zu deinen Gunsten aufbauen, zumindest aber so, dass es nicht zu deinem Nachteil wird.
Bei der dritten Phase geht es nun nach der Vertragsunterzeichnung, nach der Festlegung der Zahlungsmodalitäten darum, den Übergang zu organisieren. Denn der Nachfolger, nun, der wünscht sich von dir eine Vorstellung, einen Einstieg zu bekommen bei allen Stakeholdern, intern bei der Firma, bei allen Mitarbeitern, Führungskräften, aber natürlich auch bei den Kunden, Lieferanten, Schlüsselpersonen, Multiplikatoren, auch eine Vorstellung von dir zu bekommen, damit er diese Beziehung übernehmen kann und darin dann weiter das Unternehmen führen kann. Nun, zu guter Letzt, dann steht der Ausstieg, beziehungsweise für dich den Neueinstieg in die nächste Lebensphase, die noch motivierender sein sollte als das, was du bisher erlebt hast. Denn ansonsten droht hier der Rückfall, dass du eines Tages wieder doch in der Firma stehst und gute Tipps gibst und einfach dich emotional daran noch gekoppelt hast. Also, der Ausstieg bedeutet hier einen echten Abschied zu setzen und einen Übergang in deine nächste Lebensphase. Wenn du bei diesem Prozess der Betriebsübergabe Unterstützung suchst oder vielleicht auch bei der Käufersuche oder du hast einen Käufer und der braucht die Finanzierung oder das ganze Team von Anwalt, Steuerberater und Lebensberater, dann stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wir haben bei uns in X-Group über 40 Berater, die vor allen Dingen auch erfahren sind bei Betriebsübergaben, bei Betriebsbewertungen, Due Diligence und Erstellung der rechtlichen Grundlagen und Abbildung der Finanzierungsanträge. Du kannst nun einen Gutschein herunterladen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du aber auch unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine nächste Lebensphase nach deinem Unternehmensverkauf. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.